Bei der Debatte um die Kolbrandbrücke schlägt der Präsident des Verbands Europäischer Seehafenbetriebe Gunther Bons neben Erhalt und Sanierung der jetzigen Brücke eine neue Querung nur für Lkw vor. Das Argument für den Abriss der Brücke, dass die großen Megafrachter nicht darunter hindurchpassen, wird im kommenden Jahr durch die neue Allianz zwischen Hapag-Lloyd und Maersk keine Rolle mehr spielen, sagte er im Interview mit Hamburger Abendblatt. Denn dann würden die großen Schiffe nur noch große Zentralhäfen wie Rotterdam anlaufen. Einer Investition für viele Milliarden Euro für eine höhere Brücke lege damit keine saubere Bedarfsbegründung vor.